Die Bleichblutjagd. Eine Bloodborne-Analyse von Redgrave. Kapitel 2. Die Kirche der Heilung, Lady Maria, Josefka und Ebrietas. But if it's blood you're interested in, you should try the Healing Church. The Church controls all knowledge on blood ministration and all varieties of blood. Across the valley to the east of Yharnam lies the town of the Healing Church, known as the Cathedral Ward. And deep within Cathedral Ward is the old Grand Cathedral, the birthplace of the Healing Church's special blood. Or so they say. Yharnamites don't share much with outsiders. Normally they wouldn't let you near the place, but the hunt is on tonight. This might be your chance. Wenn es Blut ist, woran du interessiert bist, solltest du es bei der Kirche der Heilung versuchen. Die Kirche kontrolliert jegliches Wissen um die Blutministration und alle Arten von Blut. Jenseits des Tales im Osten von Yharnam liegt die Stadt der Kirche der Heilung, bekannt als das Kathedralenviertel. Und tief im Inneren des Kathedralenviertels befindet sich die alte große Kathedrale. Geburtsort des speziellen Blutes der Kirche, sagt man. Die Bewohner Yharnams teilen nicht viele Informationen mit Außenseitern. Normalerweise würden sie dich nicht in die Nähe dieses Ortes lassen, doch heute Nacht findet die Jagd statt. Dies könnte deine Gelegenheit sein. Dies ist das erste konkrete Ziel, dem wir uns als Jäger stellen können. Gelange zur Kirche der Heilung und suche nach Antworten. Die Kirche ist die Institution, die, obwohl sie technisch gesehen Yharnam nicht regiert, als Anker und Struktur der Stadt dient. Die Methode der Blutministration, die Kunst, für die Yharnam berühmt werden sollte, ging von der Kirche aus. Durch die Benutzung des speziellen Blutes der Kirche waren sie in der Lage, sämtliche Krankheiten zu heilen, und eine Religion bildete sich um die Verehrung von Göttern und Blut. Als sich Geschichten über das heilende Blut von Yharnam ausbreiteten, reisten jene, die von unheilbaren Krankheiten befallen waren, nach Yharnam, um ihre letzte Chance auf Erlösung wahrzunehmen. Wir waren einer dieser Reisenden. Auf der Suche nach dem Blut, das alle Krankheiten heilen kann, begaben wir uns nach Yharnam. Aber was ist die Kirche der Heilung? Wo kommt sie her? Und vor allem, was ist das Geheimnis hinter ihrem besonderen Blut? Das erste geistig klare Mitglied der Kirche, dem wir als Jäger begegnen, ist Scharfrichter Alfred. Er erzählt die kurze Geschichte einer Gruppe Gelehrter aus Bergenworth, die Blut mit unglaublicher Macht in der Tiefe der Katakomben entdeckten. Genauer gesagt, sie entdeckten das alte Blut. Das alte Blut und das Wissen um die Existenz der Great Ones führte zu einer Revolution im Denken und der Experimentierung der Universität von Bergenworth. Meister Willem, Oberhaupt der Universität, stimmte nicht mit der Idee, das alte Blut zur Weiterentwicklung der Menschheit zu nutzen, überein. Fürchte das alte Blut. Dies sagte Meister Willem zu Lawrence. Dies führte zum Schisma von Bergenworth und eine Gruppe Gelehrter unter der Führung von Lawrence verließen die Universität und gründeten die Kirche der Heilung. Es gibt vier Personen, von denen wir wissen, dass sie Gründer der Kirche waren. Lawrence, German, Mikolas und Maria. Lawrence wurde der erste Vikar. Er gründete eine Religion und versprach, durch die Benutzung seiner wundertätigen Blutministration jede Krankheit zu heilen. Lawrence und seine Blutministration brachten eine neue Ära nach Yharnam und eine Kultur der Verehrung von Blut verbreitete sich unter der Bevölkerung. Doch durch das befleckte Blut, das durch die Adern der Menschen strömte, kam die Plage der Bestie nach Yharnam. Jene, der das alte Blut verabreicht wurde, wurden anfällig für die Effekte der Plage. Als Reaktion darauf gründete German, einer der Männer, die sich während des Schismas Lawrence angeschlossen hatten, den Workshop, die Werkstatt.
Gelegen in einem geheimen Gebiet im oberen Kathedralenbezirk war die Werkstatt ein Ort der Ausbildung eines Kaders von Elitesoldaten, eingesetzt von der Kirche, um Bestien zu jagen und zu verhindern, dass sich Panik unter der Bevölkerung ausbreitete. Die Jägertracht sagt Folgendes aus: Ein gut gearbeitetes Teil der Jägertracht, welches jedem beständige Verteidigung bietet, der Janims bestialischer Bedrohung gegenübersteht. Sie erlaubt einem im Schutze der Nacht, den Bestien ungesehen nachzustellen. Der letzte Satz ist der wichtigste. Sie erlaubt einem im Schutze der Nacht, den Bestien ungesehen nachzustellen. Ursprünglich war die Werkstatt höchstwahrscheinlich eine geheime Einrichtung. Die Jäger trugen keine Symbole oder Uniform, abgesehen vom Sägenjägerabzeichen, um einander zu erkennen. Das Sägenjägerabzeichen. Ein Abzeichen hergestellt vor langer Zeit in der Werkstatt. Bezeugt jemandes Können als ein Jäger von Bestien. Die Werkstatt ist nun fort und keine Gruppe erkennt dieses bedeutungslose Abzeichen an. Sie agierten im Schutze der Dunkelheit, zogen jene Bewohner Janims aus dem Verkehr, die der Plage der Bestie erlagen. Wahrscheinlich mehr zur Vertuschung als alles andere. Die Öffentlichkeit durfte nicht erfahren, dass das Blut, mit welchem sie versorgt wurden, sie zu Monstern machte. Aber was ist mit Maria? Marias Tracht sind folgende Informationen zu entnehmen. Unter den ersten Jägern, alle von ihnen Schüler Germans, war die Jägerdame Maria. Maria ist entfernt mit der Untotenkönigin verwandt, aber bewunderte German sehr, war unwissend hinsichtlich seiner seltsamen Besessenheit. Maria war in Kanehurst geboren und war eine wunderschöne Frau, zweifellos selbst für Kanehurst-Standards. Auch wenn sie eine Verwandte der Königin war, für die aristokratischen Edelleuten von Kanehurst bedeutete das vermutlich recht wenig. Zweifellos war jeder Adlige versessen darauf, jedem zu erzählen, dass er der 12. Schwippschwager von Königin Annalise sei, und so bedeutete die Verwandtschaft wohl nicht viel. Im Gegensatz zum Rest ihrer Sippe verabscheute Maria jedoch den Gebrauch von Blutwaffen, wie wir der Beschreibung ihres Schwertes, Rakuyo, entnehmen können. Dieses Schwert greift nicht auf Blut zurück, sondern erfordert große Geschicklichkeit. Lady Maria war diesem Aspekt von Rakuyo sehr zugetan, da sie Blutklingen missbilligte, obwohl sie eine entfernte Verwandte der Königin war. Doch nach den Ereignissen im Fischerdorf konnte Maria es nicht mehr ertragen, eine Waffe zu führen. Als sie und German den Waisen bargen, warf Maria Rakuyo in den Brunnen des Dorfes. Eines Tages ließ sie ihr geliebtes Rakuyo zurück, warf es in einen dunklen Brunnen, als sie es nicht mehr aushalten konnte. Wir hören von Lady Maria das erste Mal von den Patienten in der Albtraumforschungshalle. Sie rufen nach ihr und reden von ihr mit aufrichtiger Verehrung, ja sogar Liebe. Sie bitten sie, ihre Hand zu halten, ihnen zu helfen, sich um sie zu kümmern. Der Balkonschlüssel gibt etwas mehr Aufschluss. Schlüssel zu den Balkonen im ersten Stock der Forschungshalle. Lady Maria des astralen Uhrenturms gab dies zur Patientin Adeline. Maria hatte gehofft, Adeline würde Trost in der sanften Brise finden, die von draußen den Geruch von Blumen mit sich trug. Doch Adeline konnte ihre Intentionen nicht ergründen. Es scheint, als hätte sich Maria aufrichtig um die Subjekte der Experimente der Kirche gekümmert, da sie ihr Bestes gab, um zu versuchen, das Leiden von Adeline zu mindern. Während die Experimente selber grausam waren, gibt es trotzdem keine Hinweise darauf, dass etwaiger bösartiger Wille gegenüber den Patienten selber herrschte. Sei es vielleicht ihr Wahnsinn, doch alle Patienten scheinen dort freiwillig zu sein. Sie gehen sogar so weit und entschuldigen sich dafür, Fehlschläge ihrer jeweiligen Experimente zu sein. Doch schließlich starb Maria. Ihr Tod markiert das Ende einer Ära und den Beginn der Transition von der alten Kirche und der alten Jäger zu den neuen, denen, mit denen wir
in der Gegenwart interagieren. Aber wie starb Maria? Wenn wir auf sie treffen, ist sie bemerkbar tot. Zumindest so tot, wie ein Bewusstsein sein kann. Die Hinweise deuten auf eine aufgeschlitzte Kehle hin, da das Blut ihrer Bluse von ihrem Hals heruntergetropft ist. Kämpfen wir gegen sie, sticht sie sich im Laufe des Konflikts in die Kehle, um die zweite Phase der Auseinandersetzung einzuläuten. Dies deutet darauf hin, dass ihr Tod Selbstmord war, dass Maria sich das eigene Leben durch einen Schnitt durch die Kehle nahm. Dies bringt uns zu demjenigen, der abgesehen von German und Maria mit Lawrence Bergenworth verließ, Mikolash. Es gibt wenig Informationen über Mikolash oder die Schule von Menzies, die jedoch zweifellos gegründet wurde, um die Forschung Bergenworths weiterzuführen. Mikolash gründete seine Einrichtung in einer Stadt, die von der Kirche verborgen wurde, namentlich Yahagul. Von dort konnte Mikolash im Geheimen nachforschen, während er vermutlich an Lawrence Rückmeldung gab. Der Schlüssel zum oberen Kathedralenbezirk gibt Folgendes an. Die höchsten Ränge der Kirche der Heilung bestehen aus der Schule von Menzies, ansässig im ungesehenen Dorf, und dem Chor, der den oberen Kathedralenbezirk besetzt. Die Schule von Menzies war vermutlich zuerst da, da ihre Nachforschung der von Bergenworth ähnlicher ist und die Art von geheimer Forschung der frühen Strategie der Kirche widerspiegelt. Das verborgene Arbeiten hinter den Kulissen. Doch alles änderte sich mit der Katastrophe von Alt Yharnam. Das Aschenblut war eine schreckliche Epidemie, die sich unaufhaltsam ausbreitete. Um die Krankheit zu bekämpfen, wurde selbstverständlich exzessiv die Blutministration benutzt, und dies bei jedem einzelnen der Opfer. Dies führte zur Bestienplage, der Beastly Scourge, worauf die Beschreibung der Gegengifttabletten hinweist. Kleine Medizintabletten, die Gift entgegenwirken. Damit wird das Aschenblut behandelt, die rätselhafte Krankheit, die Alt Yharnam vor langer Zeit heimsuchte. Diese Tabletten sorgen nur für kurzzeitige Linderung. Die Aschenblutkrankheit löste schon bald die Ausbreitung der Bestienplage aus. Nach den Geschehnissen in Alt Yharnam konnte die Bestienplage nicht länger geheim gehalten werden. Die Werkstatt wurde aufgelöst und durch eine neue Gruppe Jäger ersetzt, die eines Tages die Jäger der Kirche werden würden, angeführt von dem Jäger Ludwig. Die Werkstatt war nicht länger nötig und wurde versiegelt. Ab diesem Zeitpunkt übernahm die Kirche der Heilung vermutlich mehr und mehr die Kontrolle über Yharnam und diente als zentrale Regierungsinstitution. Während die Kirche also an der Macht war, ihr Status dadurch gerechtfertigt, dass sie die Rettung in Form der Blutministration nach Yharnam brachten, wurde in den oberen Gebieten Yharnams der Chor gegründet. Mittlerweile wurde die Kirche der Heilung nicht mehr von Lawrence oder German angeführt, sondern der nachfolgenden Generation. Der Chor dirigierte die Kirche, während Ludwigs Jäger die Ordnungskräfte der Kirche bildeten. Die Schule von Menzies verblieb, distanzierte sich jedoch über die Zeit vermutlich immer weiter von der Kirche. Und parallel begann der Chor erneut mit den Nachforschungen über das Blut der Great Ones. Die Chortracht sagt Folgendes aus. Mitglieder des Chors sind gleichzeitig die höchstrangigen Kleriker der Kirche der Heilung und Forscher, die die Arbeit, die in Bergenworth begann, fortsetzen. Es ist unklar, ob der religiöse Aspekt der Heilungskirche nur ein Aushängeschild war, um im Geheimen die Natur der Great Ones zu erforschen. Es ist ebenfalls unklar, ob der Chor tatsächlich glaubte, die Great Ones seien Götter. Sicher ist jedoch, dass sie anerkannten, dass die Great Ones zumindest göttlich sind. Das Detailreichtum der Symbole und Fresken in der Kirche deutet zumindest auf ein umfassendes Maß an Verehrung der Great Ones als höhere Wesen hin, allen voran Oedon, der formlose Great One. Um einen genaueren Blick auf den Chor und seine Motivation werfen zu können, müssen wir an dieser Stelle Dr. Josefka analysieren, einen Charakter, auf den wir als Jäger sehr früh in unserer Geschichte treffen.
Die Geschichte beginnt damit, dass wir im ersten Stock von Josefkas Klinik erwachen, nachdem wir die Blutministration erhalten haben. Kehren wir aus dem Traum des Jägers zurück, finden wir die Tür zu Josefkas Klinik verschlossen vor. Durch einen Schlitz können wir eine in weiß gekleidete Frau erkennen, mit der wir sprechen können. Are you out on the hunt? Then I'm very sorry, but I cannot open this door. I am Josefka. The patients here in my clinic must not be exposed to infection. I know that you hunt for us, for our town, but I'm sorry. Please. This is all that I can do. Seid ihr auf der Jagd? Dann tut es mir wirklich leid, aber ich kann diese Tür nicht öffnen. Ich bin Josefka. Die Patienten hier in meiner Klinik dürfen keiner Infektion ausgesetzt werden. Ich weiß, dass ihr für uns jagt, für unsere Stadt. Aber es tut mir leid. Bitte, dies ist alles, was ich für euch tun kann. Josefka unterstützt uns, indem sie uns mit ihrem speziell konzentrierten Blut versorgt, welches in der Lage ist, uns fast vollständig zu heilen. Die Beschreibung des Blutes ist wie folgt: Das Ergebnis eines langsamen und vorsichtigen Verfeinerungsprozesses. Diese seltene Blutviole scheint ein Original der Klinik zu sein. Wir können jederzeit zu Josefka zurückkehren, um mehr Violen zu erhalten, jedoch können wir stets nur eine einzelne bei uns tragen. Dies ändert sich allerdings nach dem Tod von Feather Gascoigne. Sollten wir dann zu Josefka zurückkehren, werden wir kein Blut erhalten. Stattdessen weist sie uns an, Personen, denen wir auf der Jagd begegnen, zur Klinik zu senden, damit sie sie dort behandeln und heilen könne. Ab diesem Moment spricht sie mit einer etwas tieferen Stimme und wird tatsächlich auch von einer anderen Person gesprochen, in den Credits als Imposter Josefka aufgelistet, Betrügerin Josefka. Von hier an bittet sie uns, ihr mehr und mehr Personen zu bringen, stets versichernd, dass sie die nötige Pflege erhalten. Als Belohnung dafür, sollten wir sie mit Leuten versorgen, wird sie uns schließlich mit blauen Elixieren belohnen. Eine dubiose flüssige Medizin, die in merkwürdigen Experimenten verwendet wird, die von hohen Ministraten der Heilungskirche durchgeführt werden. Ein beunruhigender Gegenstand für eine einfache Doktorin. Doch erst als wir den Hintereingang der Klinik finden, offenbart sich die Wahrheit um Josefkas Nachforschungen. Jeder Charakter, den wir im Verlauf der Geschichte in die Klinik gesandt haben, wurde hier zu einem Celestial, einem bläulich schimmernden, verdrehten Kind des Kosmos transformiert. Haben wir niemanden gesandt, finden wir nur einen einzigen Celestial im Krankenzimmer. Dieses Wesen lässt bei seinem Tod eine von Josefkas Blutviolen fallen, vermutlich eine, die die gute Doktorin für uns aufbewahrt hatte. Dieses verdrehte, fremdartige Wesen ist alles, was von der wahren Josefka übrig geblieben ist, die wir zu Beginn unserer Geschichte getroffen haben. Setzen wir nun unseren Weg in Richtung des Obergeschosses fort, gibt es zwei mögliche Ereignisse. Bevor der Blutmond aufgegangen ist, wird die falsche Josefka uns angreifen. Sie kämpft mit dem gewundenen Stock und einer Repetierpistole, und wenn sie stark verwundet ist, greift sie auf einen Ruf ins Jenseits zurück, die ultimative Waffe der Heilungskirche. Eine der geheimen Riten der Heilungskirche. Vor langer Zeit benutzte die Kirche Phantasmen, um eine erhobene Ebene der Dunkelheit zu erreichen, vermochte jedoch keinen Kontakt mit den höheren Bereichen des Kosmos aufzunehmen. Der Ritus konnte seinen wahren Zweck nicht vollfüllen, er schuf jedoch einen kleinen explodierenden Stern, der nun ein mächtiger Teil des Arsenals des Chors ist. Manchmal ist Versagen die Mutter der Erfindung. Die falsche Josefka ist einer von vier Charakteren, die ein Ruf ins Jenseits einsetzt. Die anderen sind Mikolasch, der vergessene Wahnsinnige, und Juri, das Chormitglied, das im verlassenen Bergenworth-Herrenhaus gefunden werden kann.
Es ist also anzunehmen, dass auch die falsche Josefka ein Mitglied des Chors ist und sich aus dem oberen Kathedralenbezirk in die Klinik zurückgezogen hat, um ihre Forschungen fortzusetzen, vermutlich da durch die Ausbreitung der wolfsartigen Plagenbestien der Kathedralenbezirk nicht mehr sicher ist. Wird die Betrügerin Josefka getötet, lässt sie eine mächtige Oedon-Winden-Rune fallen. Aber was windet sich dort in ihrem Inneren? Interessanterweise kann eine schwächere Version dieser Rune gefunden werden, sollten wir Adela, die Nonne, töten oder die Rune dem Kadaver des Celestials abnehmen, zu dem sie transformiert wird, wenn wir sie zur Klinik gesandt haben. Dringen wir tiefer in Josefkas Klinik vor, nachdem der Blutmond aufgegangen ist, finden wir Josefka auf allen Vieren kniend auf einem ihrer Operationstische. God, I'm nauseous. Have you found this? It's progressing. I can see things. I knew it. I'm different. I'm no beast. God, it feels awful, but it proves that I'm chosen. Don't you see how they writhe inside my head? It's rather rapturous. Oh Gott, wie übel mir ist. Habt ihr dies jemals gespürt? Es breitet sich aus. Ich kann Dinge sehen. Ich wusste es. Ich bin anders. Ich bin keine Bestie. Oh Gott. Es fühlt sich furchtbar an, aber es beweist, dass ich auserwählt bin. Seht ihr es nicht? Wie sie sich winden. Sich winden in meinem Kopf. Es ist ganz verzückend. Mit genug Zeit, ihre Nachforschung zu beenden, hat Josefka hier ihren Aufstieg begonnen. Tötet man sie, findet man die Nabelschnur des Weisen, die vom Chor geborgen wurde. Aber was waren diese Nachforschungen? Was hat der Chor eigentlich gemacht? Und wie? Dies bringt uns zum finalen Thema dieses Abschnittes. Ebrietas, Tochter des Kosmos. Ebrietas kann in den Tiefen des Waisenhauses gefunden werden und wird wie folgt beschrieben. Schlüssel zum Waisenhaus, Geburtsort des Chors. Das Waisenhaus im Schatten der großen Kathedrale war ein Ort des Lernens und der Experimente, wo junge Waisen mächtige, ungesehene Denker für die Kirche der Heilung wurden. Der Chor, der eines Tages die Kirche spalten würde, war eine Kreation des Waisenhauses. Wir haben etabliert, dass ursprünglich die Schule von Menzies die Nachforschung für die Kirche durchgeführt hat im geheimen Dorf Yahagul. Doch nach Wachstum der Macht der Kirche, nach der Reinigung von Altianum, gab es keinen Bedarf für die Geheimhaltung und mehr Energie wurde in die Verbreitung des alten Blutes gesteckt. Es würde der Chor sein, dem diese Aufgabe übertragen wurde. Und das Waisenhaus war ihr Labor. Das Waisenhaus liegt direkt hinter der großen Kathedrale. Wir erinnern uns an Gilbert, der uns sagte, tief im Kathedralenbezirk liegt die alte große Kathedrale, der Geburtsort des besonderen Blutes der Heilungskirche. Aber die Kathedrale ist nicht die Quelle des Blutes. Während es der Öffentlichkeit in der großen Kathedrale aus zugänglich gemacht wird, so stammt es doch eigentlich aus dem Waisenhaus. Es stammt von Ebrietas und den Celestials. Ebrietas ist der zurückgelassene Great One. Was auch immer das bedeuten möge, hielt Kommunion mit der Heilungskirche und unterstützte den Chor bei seinen Forschungen. Dies wird mehrfach referenziert. Eine der geheimen Riten des Chors, der hochrangigen Mitglieder der Heilungskirche, benutze Phantasmen, die Wirbellosen, die als Vertraute der Great Ones bekannt sind, um partiell die zurückgelassene Ebrietas zu beschwören.
Eine der wenigen Riten, die einem erlauben, direkt die Macht der Great Ones zu benutzen, und ein Hinweis darauf, dass der Chor sich der schauerlichen Wahrheit annäherte. Dies ist die Beschreibung des Augur von Ebrietas. Es folgt die Beschreibung des großen Istzkelch. Große Kelche öffnen die tieferen Gebiete des Labyrinths. Der große Istzkelch wurde ein Grundpfeiler des Chors, der Elite-Delegation der Heilungskirche. Es war außerdem der erste große Kelch, der seit der Zeit Bergenworths an die Oberfläche gebracht wurde und ermöglichte es dem Chor, Audienz mit Ebrietas zu halten. Aber wer ist Ebrietas? Was ist ihre Bestimmung? Welche Forschung ermöglichte sie der Kirche und welche Verbindung hat sie zu den Great Ones und dem alten Blut? Was nun folgt, ist wieder pure Spekulation und Interpretation. In ihren prägenden Jahren operierte die Kirche der Heilung unter höchster Geheimhaltung. Mikulasch setzte seine eigene Nachforschung bezüglich des alten Blutes durch Entführungen und Experimente fort. Lawrence verabreichte das alte Blut an die Kranken, und jene, die der Bestienplage anheimfielen, wurden im Schutze der Dunkelheit von Germen und seinen Jägern eliminiert. Währenddessen setzte die Kirche still und leise ihre Forschung bezüglich der Great Ones fort, unabhängig von Bergenworth. Anfänglich blieb Kos der einzige Great One, den die Kirche identifiziert hatte, der Great One aus den Tiefen des Ozeans. Aus diesem Grund drehten sich die Experimente und die Forschung um die Great Ones um Wasser, was durch die Beschreibung der Hirnflüssigkeit deutlich wird. In den frühen Tagen der Heilungskirche wurden die Great Ones mit dem Ozean in Verbindung gebracht und so würden die Hirnpatienten Wasser aufnehmen und dem Heulen der See lauschen. Hirnflüssigkeit wandte sich in ihren Köpfen, anfängliche Merkmale von inneren Augen. Doch dieser Pfad führte nirgendwo hin, denn soweit wir wissen, entstammten die Great Ones nicht den Meeren, sondern aus den Traumlanden und dem Kosmos. Dementsprechend schlugen die Experimente fehl. Aufsicht über diese Forschung im astralen Uhrenturm war Lady Maria. Nach dem Massaker im Fischerdorf weigerte sich Maria weiter zu jagen. Sie begann stattdessen, Nachforschungen bezüglich der Great Ones anzustellen im Dienste der aufsteigenden Kirche der Heilung. Aber sie konnte nie die blasphemischen Taten vergessen, die sie und German im Dorf vollbracht hatten. Wie sie den Waisen dem Schoß seiner Mutter entrissen hatten. Und es war ihr auch nicht erlaubt zu vergessen. Buße für die Unmenschen beim Zorn von Mutter Kos. Nicht alles im Dorf war zerstört. Die Parasiten, die die Mutter Kos bevölkerten, hatten die Dorfbewohner infiziert und sie in Kind des Kosmos transformiert. German war der erste Jäger und Maria seine beste Schülerin. In diesem Sinne können sie als Vater und Mutter aller Jäger gesehen werden. Jeder, der sich nachfolgend Jäger nennt, ungeachtet der Organisation, ist ein Nachfahre von German und Maria, die Mörder des Weisen von Kos. Verflucht seien die Ungeheuer, ihre Kinder auch und deren Kinder auf ewig! Vielleicht wurde Maria von endlosen Albträumen heimgesucht, unfähig zu vergessen, was sie getan hatte. Vielleicht führte sie in ihrer Frustration verzweifelt ihre Experimente, denn für etwas müssen ihre Untaten doch gut gewesen sein. Doch jedes Experiment schlug fehl. Eine Sackgasse nach der anderen. Die Patienten begannen ihre Frustration zu bemerken. Unter Tränen entschuldigten sie sich für ihr Versagen, bettelten Maria um Vergebung an. Vielleicht wurde sie über die Zeit weniger und weniger mitfühlend gegenüber den Patienten, immer mehr von Schuldgefühlen verzerrt. Einerseits konnte ihr Verlangen nach der Wahrheit um Kos und die Great Ones nicht erfüllt werden, andererseits konnte sie das Leiden der Patienten des Uhrenturms nicht länger ertragen. Also sah sie nur einen Ausweg. Oh, I know very well how the secrets beckon so sweetly. Only an honest death will cure you now. Liberate you from your wild curiosity. Oh, ich weiß es sehr gut, wie süß die Geheimnisse doch locken. Nur ein aufrichtiger Tod kann dich nun heilen. Befreie dich von deiner ungezügelten Begierde. Lady Maria des astralen Uhrenturms. Und so nahm sie sich das Leben. Ihr Tod bedeutete das Ende einer Ära.
An diesem Punkt hatte sich die Schule von Menzies bereits nahezu komplett von der Kirche abgekapselt, der von Kummer geschüttelte German versank in Depressionen und die Werkstatt wurde versiegelt. Die alte, geheimnisvolle, stille Kirche der Heilung begann auszusterben und wäre vermutlich zerfallen, wäre es nicht um die Ereignisse von Altjanum. Die Kirche hatte stets neue Anhänger durch das wunderhafte heilende Blut gewonnen und Altjanum präsentierte ihnen die perfekte Möglichkeit, ihre Religion den Massen zu präsentieren. Nach der Reinigung von Altjanum explodierte Ruhm und Macht der Kirche. Sie konnte nicht länger im Geheimen agieren und brauchte eine ergiebigere Quelle des alten Blutes. Und so wurde der Chor geboren. Als eine Elite-Delegation von Forschern und Klerikern wurde der Chor die neue Führungsriege der Heilungskirche werden. Der Chor drang tiefer und tiefer in die Gruft vor, tiefer als seit Bergenworth jemals in das antike Labyrinth vorgedrungen war, um eine Quelle des alten Blutes zu finden, die dem neuen Ansturm gewachsen war. Sie reisten zu den Ruinen der ptumerianischen Stadt Easts. Ruinen, die seit den Gelehrten von Bergenworth nicht mehr betreten wurden. Dort wollten sie Ebrietas treffen, die Tochter des Kosmos. Der große Easts-Kelch wurde ins Waisenhaus hinter der großen Kathedrale verfrachtet, welches als Hauptlabor des Chors dienen sollte. Während unserer Zeit in Janum bekommen wir viele leere Kinderwägen zu Gesicht. Aber wo sind all die Säuglinge? Auch in den Straßen Janums finden wir trotz allgegenwärtiger Särge keinen einzigen Kindersarg. Dafür etliche Kinderwägen. Wo wir jedoch Kindersärge entdecken, ist der obere Kathedralenbezirk, die Heimat des Waisenhauses. Im Waisenhaus hielt der Chor Kommunion mit Ebrietas und benutzte die neuen Erkenntnisse, um Experimente an den Kindern durchzuführen, die entweder verlassen oder zum Waisenhaus geschickt wurden. Vielleicht sammelte der Chor nach den katastrophalen Ausbrüchen des Aschenblutes und der Bestienplage auch die Kinder Janums ein, um sie an einem sicheren Ort zu wissen, bis die Jagd vorbei ist, natürlich. Kein Bewohner Janums hätte einen Grund, den Rettern der Stadt und der de facto Regierung zu misstrauen. Vermutlich waren sie sogar erleichtert, dass an das Wohl der Kinder gedacht wurde. In den Lumenblütengärten können wir die Ergebnisse der Experimente sehen. Man beachte, wie die Celestials scheinbar aus dem Boden wachsen. Allein die Bezeichnung Gärten impliziert unangenehm, dass sie angebaut werden. Und schließlich geerntet. Dies war die Quelle des besonderen Blutes der Kirche. Die Kinder, die auserwählt wurden, um Celestials zu werden, wurden geerntet und als Quelle des alten Blutes genutzt, eine unerschöpfliche Quelle, die die Stadt mit so viel Blut versorgen konnte wie nötig. Die falsche Josefka war eine dieser Forscher. Sie floh, nachdem die Bestienplage im oberen Kathedralenzirkel einfiel. Ein Forscher floh nach Bergenworth, das erste Mitglied des Chors, auf das wir treffen. Dies ist Yuri, die den zweiten Stock des alten Herrenhauses durchwandert. Sie trägt die Augenbindenkappe, die auf Folgendes hinweist. Mitglieder des Chors sind gleichzeitig die höchsten Kleriker der Heilungskirche und Forscher, die die Arbeit fortsetzen, die in Bergenworth begann. Das Bedecken der Augen impliziert die Verbindung mit den Lehren Meister Willems, auch wenn ihre Pfade auseinandergingen. Der Chor hatte enormen Respekt für Meister Willem, auch wenn sie getrennte Wege gingen. Es gab keine Gewalt zwischen den Fraktionen in Bergenworth, nur unterschiedliche Philosophien, die unweigerlich zur Trennung führten. Es ist kein Wunder, dass der Chor Willem niemals aus dem Weg schaffte. Sie sahen in ihm tatsächlich eine hochrespektierte Figur ihrer Vergangenheit. Tatsächlich hatte Willem das erreicht, was der Chor so verzweifelt zu erreichen versuchte. Er war auf eine Ebene mit den Göttern aufgestiegen.